So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal ist es der Fan-Favorit 622 LS vom Rival. Ja, ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Ja, ist einer der seltenen Fans. Ist ja auch etwas außergewöhnlich, möchte ich sagen. Aber ja, sehr geil. Ist definitiv mal ein richtiger Nasenbär. Der ist auch in der Wirklichkeit ziemlich selten. Da wurden, glaube ich, nur 16 Stück oder so gebaut. Und bei dem 622, ja, da ist auch das Gras grün, das Dach grün. Das Dach grün. Wir gucken mal so eben in den Shop. So, jetzt muss man ein bisschen scrollen. So, da ist er. Kostet 185.000, ist mal eine stolze Summe. Aber dafür kriegt man auch was geboten. Und zwar fette 211 PS. Ich lese es mal ganz kurz vor. Der 211 PS starke Fendt Großtraktor Favorit 622S wurde 1980 vorgestellt. Bis auf den fehlenden Abgasturbolader ist er baugleich mit seinem großen Bruder, dem 626 LS. Die aufgelöste Transaxle-Bauweise des 622 LS führt zu einer und so weiter. Großdimensionierte Reifen und so weiter, höchste Maß an Zugkraft am Boden und so weiter. Also, das ist wirklich ein sehr geiles Ding. Ja, wie gesagt, 211 PS kostet 300 Euro am Tag und 185.000 Euro. So, wir gucken uns das Ganze hier nochmal eben an. Die Heckhydraulik finde ich soweit ganz okay. Also, ja, die ist da und tut, was sie tun soll. Von daher gibt es da für mich nichts. Wir haben hier die Blinker. Wir haben Bremse. Wir haben Rücklicht. Wir haben selbstverständlich auch normale Lichter. Und die Rundumleuchte und eine sehr schöne Hupe. Ist definitiv mal was anderes. Und wir können den Fendt auch zulassen. Allerdings mit österreichischen Kennzeichen, aber ist ja auch völlig Banane eigentlich, ne? Und ich habe jetzt hier einfach mal irgendeins genommen. Das ist dann hier schön zu sehen. Und ja, an sich gefällt er mir wirklich gut. Wir gucken nochmal ein bisschen weiter von außen. Bisschen, die Texturen sind teilweise ein bisschen verwaschen, aber ja, ganz ehrlich, das stört ja auch nicht so. Wir haben hier noch ein sehr schönes Cockpit. Ihr seht, achtet drauf, der Blinker blinkt jetzt einzeln in der Anzeige. Wir testen es gleich nochmal mit Anhängern. Also Blinker ist hier animiert, dann die Rundumleuchte, ihr seht. Und natürlich auch, ja, sämtliche Zeiger hier und so weiter, ne? Und er hört sich natürlich sehr geil an. Wir haben hier die animierte Auspuffklappe, die im Übrigen auch sehr schön animiert ist, die dann noch so nachfedert und so, sehr geil. So, und wie sich das Ganze verhält, das gucken wir uns jetzt mal eben live an. Dazu habe ich hier, ja, wie gesagt, schon mal was vorbereitet. So, wo ist er? Hier ist er. Dann steigen wir mal hier ein. Also, wenn man hier hinten hinguckt, das ist jetzt, ja, nicht so schön, aber ganz ehrlich, meistens fahre ich ja so. Also das hier interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. So, wir legen hier mal den Gang ein und lauschen einfach mal hier dem Sound. Wir haben zwei volle Anhänger hinten dran und die zieht er hier einfach so weg. Spiegel gehen natürlich auch. Und jetzt blinken wir mal. Moment. Jetzt. Und jetzt blinken auch alle drei. Also auch da ist dran gedacht worden. So, und ihr müsst keine Angst haben. Der Traktor kommt hier nicht mit manueller Schaltung, das ist einfach nur das Gearbox-Add-on. Ihr könnt den auch wie gewohnt ohne alles fahren, das machen wir auch gleich nochmal. Und auch hier geht dann die Drehzahl hoch, also wirklich ein sehr schönes Ding. So, wir fahren hier erst nochmal runter und dann schalten wir hier mal das Getriebe aus. So, jetzt ist es ganz normal. Ihr seht es unten rechts mit dem Drive Control. Und
Und so könnt ihr ihn natürlich auch ganz normal fahren. 41 km/h in der Spitze. Und ja, hier ist alles sehr schön animiert im Cockpit und so weiter. Das mit den Spiegeln liegt nicht an dem Fahrzeug. Das liegt hier an dieser Karte. Gleich gehen sie wieder beide. So, jetzt gehen sie auch wieder beide. Ne? Also, wie gesagt, das ist mal ein außergewöhnlicher Fendt. Mir gefällt er aber sehr gut. Er wird auch dreckig. Er hat hier Reifenspuren, er hat Reifenstaub, er hat Abgase, er hat eigentlich alles, was man braucht. Und er sieht auch noch zudem sehr geil aus. Ist definitiv mal was anderes. Rival, da hast du wirklich eine sehr schöne Arbeit geleistet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also, wenn euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da oder sogar ein Abo. Und wenn es dir nicht gefallen hat, schreib es uns bitte in die Kommentare, damit wir wissen, was wir verbessern können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.